Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal mit einem neuen Planer-Video. Los geht es, wie letzte Woche bereits schon. Ich habe immer noch meine Gelstiftmine und ab nächste Woche freue ich mich auf eine neue Farbe, neues Design. Es geht in den Monat Februar rein und dann wird das bei mir halt, ja, so Thema Valentinstag, Liebe, bisschen rosa, vielleicht auch ein bisschen rot dazu. Auf jeden Fall bin ich froh, wenn ich diesen Stift dann quitt bin. Hier teile ich wieder mein Wochenende ein. Ich habe 5 große Kästchen und 2 kleine. Hier ziehe ich auch wieder, wie letzte Woche, einen extra Rahmen in jedem Kasten. Ich finde es einfach schöner, optisch getrennt. Ich habe verschiedene Arten und Weisen in den letzten Jahren ausprobiert und ich muss sagen, ich brauche Fläche, wenn ich mir was notieren möchte, Termine setzen möchte oder einfach aufschreibe, was ich an den Wochentagen erledigen möchte oder erledigt habe, dann brauche ich Platz. Ich trage meine Arbeitszeiten ein, ich trage meine privaten Sachen ein und bei meinen 3 Kindern brauche ich dann das eine oder andere auch, was die Kinder bezieht. Deswegen so viel Platz wie möglich. Ich muss aber auch sagen, letzte Woche hatte ich das Wochenende frei und da waren mir schon die kleinen halben Kästchen fast schon zu wenig Platz. Also ich hätte dafür auch lieber größere Kästen benötigt, aber das war jetzt eine Ausnahme. Normalerweise bin ich nicht so produktiv am Wochenende. Ich versuche es recht entspannt anzugehen. Vor allem am Sonntag mache ich meistens dann auch wirklich nicht viel. Ich versuche mich auszuruhen, mich für die kommende Woche vorzubereiten und auch, sage ich mal, zur Ruhe kommen, Kraft tanken. Das hier ist ein Gelstift übrigens. Der glitzert auch ein bisschen, was man jetzt in der Kamera nicht so doll erkennt. Hier habe ich mir eine weitere Stempelplatte von Inka Dinkadu geschnappt. Die habe ich auch schon seit zig Jahren in meinem Bastelzimmer und ich hole sie jedes Jahr wieder raus und benutze die dann auch entweder auf meine Karten oder wie jetzt im Planer. Das hier ist ein wunderschöner Schnörkel mit ein paar eingearbeiteten, ja, Schneeflocken, kann man nicht sagen, das sind eher so Punkte und so eine Art Sonnenelement. Das habe ich dann halt mit Brilliance, mit einem glitzernden bzw. irisierend schimmernden metallischen Stempelkissen gestempelt, auch in der Farbe Türkis. Auch hier habe ich diesmal in der Mitte angefangen und arbeite mich jetzt an den Kanten, an den Ecken, links oben und rechts unten und ergänze das Ganze. Also Wiederholung ist immer sehr angenehm fürs Auge und das mache ich genauso auf meinen Karten wie in meiner Wochendeko. Hier natürlich auch immer gründlich reinigen angesagt, nach jeder Benutzung. Dann habt ihr viel länger was von den Stempeln. Ich will nicht lügen, aber dieses Stempelset habe ich bestimmt jetzt schon 10 Jahre. Und es klebt nach wie vor sehr gut und es stempelt sehr gut. Hier habe ich ein Nuvo-Stempelkissen verwendet, ein etwas dunkleres Blau. Und ein weiteres Stempelmotiv aus diesem Inka Dinkadu Set und das ist eine sehr filigrane Schneeflocke, ziemlich groß, aber auch total wunderschön. Auch hier wieder Wiederholungen. Nochmal in der Mitte gesetzt, oben. Einfärben, abstempeln, schieben, wo wir als nächstes stempeln wollen. Auch hier habe ich wieder meinen Schmierzettel drunter, weil ich meine Stempelhilfe nicht direkt versauen möchte und nicht noch mehr putzen möchte als notwendig. So, wir sind mit diesem Stempelmotiv fertig. Sauber machen, abmontieren, auf die Platte zurück. Und da habe ich jetzt wieder noch einen rausgepickt, eine ganz kleine Schneeflocke, weil ich irgendwie diese großen Motive unharmonisch fand. Und da dachte ich mir, ich kombiniere noch was dazu und dann ist das Ganze ja wie eine Collage aufgebaut
Man verwendet verschiedene Motive, setzt sie zusammen und am Ende scheint das irgendwie harmonisch zu wirken und aufeinander abgestimmt zu sein und zusammenzupassen. Also wenn ihr ein Stempelmotiv oder Stempelsets habt, da sind wirklich oft verschiedene Größen dabei und das kann man sehr schön miteinander kombinieren und das Design ist meistens ähnlich gehalten und das wirkt nicht wie gewollt und nicht gekonnt, sondern es sieht wirklich sehr schön aus. Auch wieder sauber gemacht, abmontiert. Ich konnte mich nicht entscheiden, wie ich weitermache und habe mir erstmal ein paar Washi-Tapes ausgesucht. Das ist von Aldi Süd. Das hatte ich auch in den letzten Wochen verwendet, in Silber. Und ein Glitzer-Washi-Tape in, ja, Glitzer-Silber. Auch hier habe ich das in der Mitte gerissen und an den Kanten aufgeklebt. Das Ganze wiederhole ich nochmal, auch wieder in der Hälfte halbiert, weil mir das Washi-Tape in der Form zu dick war und ich wollte nicht allzu viel verstecken. Und damit das einheitlich ist, auch hier wieder ein bisschen mit Glitzer-Washi. Jetzt klebe ich mit Masking-Tape meine Seiten fest an der Glasplatte und mit einem Distress-Stempelkissen und einem Blending-Brush verteile ich etwas hellblaue Farbe, um das Ganze ja, ein bisschen interessanter zu machen und vor allem, dass das so ein bisschen ja, nicht so knallweiß bleibt. Also irgendwie hatte ich letzte Woche nur eine Schablone verwendet und im Nachhinein fand ich das doch ein bisschen sehr blass. Und ich mag das ganz gerne. So kann man ein bisschen Farbe einarbeiten, das Ganze dunkler gestalten und absetzen. Bisschen mit der Schere hier mein Washi-Tape nachgedrückt, weil manche Seiten lösen sich dann doch schon ein bisschen. Das Washi-Tape ist auch wieder schon ziemlich alt. Wenn es nicht anders geht, mit Kleber arbeiten. Weil nichts hält besser als Kleber. Und das war jetzt Tacky Glue von Tonic Studios, was ich verwendet habe. Aber ihr dürft natürlich jeden Kleber benutzen, den ihr wollt. Nur bei Flüssigkleber müsst ihr halt aufpassen. Sehr schnell kann zu viel rauskommen und da müsst ihr wirklich sehr sparsam mit umgehen. Hier habe ich eine Stempelplatte von Action. Das war mit die allererste Serie, die ich damals gekauft habe. Und auch die sind schon jahrelang in meinem Schränkchen und die werden immer wieder rausgeholt. Hier habe ich ein Archival-Ink in Grau verwendet und setze mir ein bisschen Struktur. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Fingerabdruck und gibt dem Ganzen so ein bisschen ja, Interesse, bisschen Abwechslung und auch hier wieder Wiederholung. Erste und zweite Generation stempeln, das heißt, ich habe das nicht zwischendurch sauber gemacht, sondern immer wieder abgestempelt, zweimal und dann erst wieder neu eingefärbt. Mit dem Dunkelblauen, was ich vorhin gearbeitet habe, habe ich jetzt auch noch einen weiteren Stempel mir geschnappt und gedrückt. Auch hier wieder erste und zweite Generation. Im Grunde ist das so eine Art Fläche, so ein Rechteck. Sauber machen, wie immer abmontieren, weg, zurück auf die Platte, damit nichts verloren geht. Dann habe ich mir noch eine Zahl geschnappt und die mit dem Brilliance gestempelt. Auch einfach. Und damit es halt ein bisschen schöner aussieht. Da waren wir auch jetzt mit der Platte auch durch. Jetzt kommt meine Spritzbox. Ich habe einfach das Brilliance-Stempelkissen auf einen Acrylblock abgestempelt, mit Wasser verdünnt und dann einfach mit dem Pinsel diese Farbe überall verteilt. Also ihr braucht nicht, keine Ahnung, was für besondere Farben. So ziemlich alles, was auf Wasserbasis ist, könnt ihr verdünnen mit Wasser und auch als Sprinkler setzen. Das Brilliance ist wie gesagt schimmernd und metallisch und das gibt dem Ganzen natürlich noch einen besonderen Effekt. So, los geht's mit den Stickern. Dieses Mal habe ich mich für Fännchen entschieden und dann habe ich dann einfach das Reststück vom Labelpapier von letzter Woche genommen und einfach drauf losgestempelt. Mit dem Dunkelblau, was ich vorher schon gearbeitet habe, stempel ich hier 7 Fännchen für 7 Tage.
Das ist auch ganz toll mit der Stempelhilfe. Einfach platzieren, abstempeln, abdrücken. Ich habe mit Absicht ein bisschen Platz gelassen. Ich wollte direkt auf die Fähnchen auch die Wochentage stempeln. Und damit das halt genug Platz hat, habe ich dann reichlich, also eigentlich zu viel, aber reichlich Platz gelassen. Hier dachte ich, ich bin fertig, habe den Stempel abmontiert, aber ihr werdet gleich sehen, dass ich den nochmal brauchen werde. Hier habe ich mein deutsches Set, was ich letzte Woche, glaube ich, erwähnt habe, wo ich gesagt habe, mir ist das eigentlich zu plump, zu groß, aber ich dachte, wir machen es einfach, dass es funktioniert. Ich habe auch wieder mit Archival Ink Schwarz hier gestempelt. Hier muss ich dazu sagen, diese Stempelplatte ist wirklich nagelneu, die habe ich noch nie benutzt. Und das sind Polymerstempel und die sind wirklich sehr klebend und da müsst ihr halt aufpassen. Also ihr klebt oft am Papier fest und beim Abziehen verschiebt sich das Papier. Und das wird mir, glaube ich, bei Donnerstag passieren, dass ich dann nicht vernünftig stempeln kann. Auch der erste Abdruck ist meistens echt sehr blass und da muss ich halt wirklich zweimal stempeln. Der Dienstag war leicht verschwommen beim zweiten Abdruck. Das war wirklich minimal, aber ich habe gesagt, das ist halb so schlimm. Es ist nur mein Planer. Es ist lesbar. Es ist nicht so fies, wie das manchmal manche andere Male bei mir aussieht. Deswegen habe ich das gelassen. Beim Donnerstag gleich war mir das aber viel zu fies und das ging gar nicht. Das musste ich tatsächlich neu stempeln. Wie ihr seht, habe ich vorher mit dem Mikrofasertuch das Ganze ein bisschen sauber gemacht und den Schmierfilm oder die Überreste, die nach der Produktion entstehen, bisschen abgetragen. Aber selbst dann ist das keine Garantie, dass das immer funktioniert. Wie gesagt, der Donnerstag musste ich neu machen und zum Glück hat das bei den Fähnchen nur diesen einen Tag erwischt und das heißt, ich musste das Fähnchen einmal nachstempeln. Wäre das direkt im Planer passiert, hätte ich direkt in den Planer gestempelt, dann hätte ich mich auf jeden Fall sehr, sehr geärgert. Deswegen finde ich ja diese Variante mit dem Labelpapier in dem Fall wirklich sehr ratsam. Ich habe keine Lust, dass ich mich da verstempel und dann alles verschmiert ist und unschön. Ich gucke da wirklich die ganze Woche drauf, trage jeden Tag was ein und erfreue mich auch jeden Tag daran. Und dann möchte ich das halt nicht perfekt, aber so, dass ich damit zufrieden bin. Für den Sonntag musste ich natürlich wieder ein neues Fähnchen setzen. Und da habe ich gesehen, ich habe ja genug Platz, also habe ich dann jetzt dazwischen gesetzt. Das Fähnchen natürlich wieder sauber machen und abmontieren. Ich räume ja die Sachen erst weg, wenn ich das Video für euch kommentiert habe, also gedreht habe, geschnitten und hochgeladen. Dann habe ich die Sachen noch griffbereit, damit ich dann auch euch dann auch aufschreiben kann, was für Produkte ich verwendet habe. Und danach wird alles abgeräumt und dann geht es los mit dem nächsten Projekt. Ihr werdet auch nicht jede Woche jetzt ein Planer-Video von mir sehen. Hier habe ich eine Sprechblase genommen und dachte, okay, die nehmen wir jetzt als Woche 4. Habe wieder von Kreativ Zeitlos meine Stempelplatte ausgewählt, die ich auch die letzten Wochen verwendet habe und wollte dann stempeln. Und auch hier wieder, deswegen habe ich es drinnen gelassen, der erste Abdruck zu hell, beim zweiten Mal verschmiert, nee, beim dritten sogar erst. Dann dachte ich, okay, machen wir jetzt andersrum. Wir machen erst die Woche, dann die 4 und dann machen wir die Sprechblase drumherum. Weil die Sprechblase, das ist ein älterer Stempel, der klebt auch bei weitem nicht so extrem. Das ist ein Silikonstempel, damit komme ich eigentlich besser klar. Aber ich muss auch sagen, dass die Polymerstempel mit etwas Liebe super stempeln. Die 4 war jetzt zum Beispiel auch wieder ein ganz neuer Stempel, weil ich den auch noch nie eingeweiht habe. So wird es auch die nächsten Wochen gehen. Hier habe ich mir auch die weggeäxt, die Sachen, die ich nicht ausschneiden möchte. Und hier Sprechblase drumherum war wirklich ohne Probleme ein Abdruck und direkt perfekt. So, dann dachte ich, okay, ich hole euch mal ein bisschen näher dran. Bin extra aufgestanden, habe das in die Kamera gehalten und euch
vor der Kamera einen Tag ausgeschnitten. Das habe ich das letzte Mal ja auch gemacht. Ich möchte euch halt nicht langweilen. Ich weiß, dass im Grunde ist das alles dasselbe. Das, was ihr quasi wechselt, ist, wie ihr vielleicht den Hintergrund gestaltet oder die Wochenkanten, welche Stempel ihr verwendet, welche Wochentage, Fähnchen und keine Ahnung, sowas in der Art. Sonst ist es alles dasselbe. Ich habe das Ganze ausgeschnitten für euch und jetzt geht es eigentlich nur noch ums Aufkleben, ja, die Tage eintragen und dann sind wir eigentlich so ziemlich durch. Ich versuche gleich im Anschluss heute gleich noch ein weiteres Video zu drehen. Das wird aber höchstwahrscheinlich frühestens am Mittwoch online sein. Dann wird es ein etwas aufwendigeres Kartenprojekt sein, was ich für The Paper Shelter, fürs Designteam mache. Ja. Ich habe mir vorgenommen, mehr Videos zu drehen und ich muss sagen, ganz ehrlich, im Alltag funktioniert das bei weitem nicht so gern, nicht so gut, wie ich das gerne hätte. Und ja, ich arbeite dran. Ich versuche mich da zu bessern, euch mehr Inhalt zu zeigen. Ich würde mich natürlich über ein Feedback sehr freuen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von mir sehen wollt, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Ich bin für alles offen. Und das war es auch so ziemlich. Wir sind jetzt fertig und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wiedersehen!